Willkommen bei Google Duell. Wer kennt es nicht? Man gibt Mama ist bei Google ein und sofort schlägt die pfiffige Suchmaschine einem weitere Worte vor, um die Suche zu verfeinern. Zum Beispiel Mama ist krank, doof oder die Beste. Wie kommt das? Diese frechen Vorschläge wurden vor meiner Suche bereits sehr, sehr häufig zusammen mit Mama ist gesucht. Diese vorgeschlagenen Suchergänzungen sollen nun erraten werden. Nach dem Verlesen oder dem Vorlesen des Begriffs wird gebuzzert. Wer beginnen darf, danach wird abwechselnd geraten. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Für jede falsche, ist ja nur fürs Internet, ein Kreuz. Bei den Kreuzen verliert man automatisch. Alles klar, na, ja. Viel Spaß bei Google-Duell. Ja, danke schön. Haben Sie es einigermaßen verstanden? Haben Sie verstanden? Nein, ich auch nicht. Das heißt also, wir beginnen mit der ersten Runde. Und da heißt es, Angela Merkel ist... So, Bundeskanzler, so, Bundeskanzlerin. Halt, stopp, nee. Ein Reptiloid. Reptiloid. Ein Reptiloid. Reptiloid. Angela Merkel ist Reptiloid. Ja! Reptuit, Reptuit, meine ich Reptuit. Reptuit, auf Platz 3, Reptuit. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Hast du es voll geübt? Na, ich weiß, wenn bei Google die Leute geben, das ist eine Verschwörungstheorie, dass Angela Merkel in Wirklichkeit ein Dinosaurier oder so eine Art ein Echsenmensch ist. So. Ich wusste es nicht. Muss das ein Sachwort sein oder kann es... Nö, das kann also alle. Angela Merkel ist schön, kann man auch. Angela Merkel ist Punkt, Punkt, Punkt. Angela Merkel ist ein Klon. Ein Klon. Ist ein Klon? Kommt nicht vor. Ein Klon. Im Sinne von Clown oder Klon, wie Klon, Dolly das schafft? Klon, Klon, Klon. Klon. Wie Dolly, ja, schafft. Wie das schafft Dolly, ja, genau. Ja. Ein Reptoid, Bundeskanzlerin Angela Merkel ist ein Volksverräter. Eine Volksverräterin. Volksverräterin. Angela Merkel ist... Hätte ich jetzt gedacht, weil das häufig falsch gerufen wird. Ja, steht auf dem Plakat. Ja, ja, auf dem Plakat. Ich glaube, Angela Merkel... Wieso? Angela Merkel ist... Angela Merkel ist... Ein Überbleibsel. Ein Überbleibsel. Angela ist so Merkel negativ ist ein Überbleibsel. Alles. Ist da nichts Positives mit bei? Leider falsch. Habe ich schon zwei Punkte? Angela Merkel zwei Minus. Angela Merkel ist eine Frau. Nichts, nein, auch nicht. Was könnten die Leute denn noch bei Angela... Ist eine so, Bundeskanzlerin? Vielleicht? Ist Bundeskanzlerin? Jetzt ist erstmal Herr Broder dran. Ist Bundeskanzlerin? Das ist der Versuch. Angela Merkel ist eines ihrer Jacketts. Ist ein Jackett. Ist ein Jackett. Mit Ketchup. Auch leider falsch. Drei Punkte. Okay, das heißt also... Nein, nein, nein. Du hast diese Runde wie immer yes gewonnen. Aber wir lösen auf. Das heißt also, wir beginnen bei Platz Nummer 5. He-Man. Das suchen Leute bei Google. Angela Merkel ist He-Man? Was ist ein He-Man? Sie kennen das nicht. Das ist, ist eine Comicfigur aus den späten 80ern, frühen 90ern, die es auch als Actionfigur gab. Ja. He-Man und Skeletor. He-Man and the Masters of the Universe. Da habe ich noch Fix und Foxy gelesen. Ja. So weit war ich noch nicht. Okay, auf Platz Nummer 4. Tot. Das ist geschmacklos. Immer mal wieder nachfragen bei Google. Geschmacklos. Ohne Fragezeichen, also einfach so behauptet. Angela Merkel ist tot. Auf Platz Nummer 2. Verheiratet? Richtig. Ja, großes Geheimnis. Ja. Mit einem Fragezeichen oder mit einem Ausrufezeichen? Ja, das weiß ich auch nicht, aber gut. Verheiratet? Auf verheiratet? Ist verheiratet? Und auf Platz Nummer 1. Warum? Aber so warum suchen das Leute? Was glauben die denn, was dabei rauskommt? Zu selbstbestätigen. Ja, genau. Mir auch. Seite 1, ja. Mir auch. Das nennt man, glaube ich, eine autoaffirmative Handlung. Ja. Ja, das hat ja schon viel Laune gemacht. Noch eine Runde? Ja, ne? Gerne. Okay. Darf man Frauen... Punkt, Punkt, Punkt. Darf man Frauen... Achso, ihr müsst buzzern. Jan, bitte. Darf man Frauen... Besser behandeln als sich selbst. Ein verlogenes Schwein. Darf man Frauen? Darf man Frauen in den Mantel helfen? Darf man Frauen in den Mantel helfen? Auch oh. Ja, nicht. Ja, dann, so. Dann darf man Frauen schlagen. Darf man Frauen schlagen? Na gut, schlage im Islam. Im Islam. Das war nicht die Frage. Außerdem ja, ist das islamfeindlich. Islamophobie. Ja. Mhm. Ja. Hätte ich jetzt erzählt doch, oder? Ja, 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 ja. Frauen schlagen im Islam. Sonst verliert er unter Umständen. Rechthaber. Ja, ja, schlimm.
Ich habe doch 33% der Antwort wusste ich. Ja, ja. Im Islam wusste ich jetzt nicht. Darf man Frauen von einer Straßenseite auf die andere helfen? Bisschen lang, oder? Ja, aber vielleicht. Man weiß ja nicht. Ja. Beim Islam haben wir auch nicht an Schlagen gedacht. Eben. Darf man Frauen... Leider nicht. Kochen. Kochen. Darf man Frauen... Das ist das Internet, das ist alles möglich. Darf man Frauen kochen? Na, leider nicht. Leider nicht. Darf man Frauen heiraten? Darf man Frauen heiraten? Ja. Ehe für alle. Aktuelle Frage. Ah. Ich sammle Punkte. Ich glaube, das war der dritte. Ja, es tut mir leid, schon wieder verloren. Ja. Jan Böhmermann hat schon wieder gewonnen. So. Internet. Internet. Was sind denn die anderen Lösungen? Wir kommen zum Platz Nummer 5. Was hat man da lesen können? Wir lösen nämlich auf. Anfassen. Darf Frauen anfassen? Ja, Entschuldigung, heiraten war doch knapp daneben. Ja, naja, naja, komm. Das ist ein Synonym. Sie wissen doch, Sie sind doch schon so lange verheiratet, Sie wissen doch besser, als ich das Heirat mit Anfassen am Ende nichts mehr zu tun hat. Ja. Auch am Anfang nichts, ja. Auf Platz Nummer 4. Darf man Frauen Schuhe? Nein! Frauen hassen Schuhe. Ja. Auf Platz Nummer 3. Auf den Po schauen. Ja. Gut. Und auf Platz Nummer 2. In die Augen schauen. Komplimente machen. Sag ich ja. Sag ich ja. Knapp daneben. Zählt doch, oder? Ja, ja, komm. Ja. Komm, machen wir 1 zu. Ist okay, 1 zu 1. Damit es jetzt spannend wird in Runde 3. Gut. Ja, ja, ja. Weil das so einen Bock macht, machen wir jetzt auch die dritte Runde. Ja, ja. Ich habe mal wieder die Migranten-Arschkarte gezogen. Ja, okay. Aufgepasst. Ja. Los geht's. Darf man in Deutschland. Den Buzzer nicht vergessen. Da, Jan. Darf man in Deutschland gegen einen älteren Herrn mit Migrationshintergrund und jüdischem Glauben in einem Gewinnspiel gewinnen? Und sich dabei freuen. Darf man nicht? Okay. Zu früh gefreut. Ja. Herr Bruder. Darf man in Deutschland schneller als 130 auf einer Landstraße zwischen Mainz und Wiesbaden. Nein, so nicht. Bei Nebel und Regen. Darf man in Deutschland, bei der Preis ist heiß, würden die Leute jetzt Antwortvorschläge reinrufen, völlig aufgepeitscht von Mummsekt. Darf man in Deutschland, gibt es irgendjemanden, der einen besseren Vorschlag hat, als der momentan in meinem Kopf rumschwirrt? Was? Seine Meinung sagen! Darf man in Deutschland nur montags vor der Frauenkirche? Ja. Darf man in Deutschland seine Meinung sagen? Darf man in Deutschland seine Meinung sagen? Darf man nicht! Aber offensichtlich nicht! So weit ist es schon. Danke, Google! Das war jetzt die Pegida-Einlage. Genau. Huch. Ja, darf man in Deutschland seinen Hund heiraten? Darf man in Deutschland seinen Hund heiraten? Seinen Hund heiraten? Ja, wegen Ehe für alle, ist doch klar. Ach, jetzt hören Sie doch auf, Herr Bruder. Ehe für alle, Hunde werden doch nicht geheiratet. Was spricht dagegen? Polemik. Hund essen. Aber Essen ist nicht heiraten. Das ist was anderes. Ganz Moment, kurz. Nee, stopp mal. 50? Nee. Ich kriege gerade. Gerade der Intendant in Mainz sagt, das gilt. Nee, Moment mal. Nur weil unser Intendant ein Hund ist. Ja. Liebe Grüße an Dr. Thomas Bello. Dr. Thomas Bello. Ja, so viel Zeit muss sein. Ja, darf man in Deutschland Hund essen? Darf man? Dürfte man? Moralisch? Hot Dogs? So, jetzt mach. Darf man in Deutschland den Hitlergruß in der Öffentlichkeit zeigen? Den deutschen Hitlergruß. Hitler heiraten. Darf man Hitler essen? Darf man Nazis essen? Also, alles mit Hitler essen. Darf man Nazis essen? Nein. Nein. Darf man in Deutschland eine... Ach so, ich sehe gerade... Nein? Bello, ja, machen Sie mal kurz. Er hat zwar schon verloren, aber zum Spaß. Wie, ich habe schon verloren? Ja, du hast schon 3 X. What? Ja. Darf man in Deutschland eine Putzfrau aus Moldawien beschäftigen, ohne sie bei der Steuer anzumelden? Ist nicht Steuer, ist Knappschaft. Bei der Knappschaft, Versicherung Minijob. Ist das nicht dasselbe? Ist Minijob, kann man machen. Ja, so. Wir lösen einfach mal auf. Meine Putzfrau ist nicht aus Moldawien. Die stellen gleich im Internet den Strom ab. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Auf Platz Nummer 4. Tabakanbau. What? Der ist völlig bescheuert. Die Leute sind auch verrückt geworden. Darf man in Deutschland...
Eulen halten. Das ist ein wichtiges Thema. Ja, Eulen. Frage ich mich seit Jahren, jeden Morgen. Wussten Sie übrigens, Eulen sind die einzigen Vögel mit Abitur. Ja. Platz Nummer zwei. Betteln. Betteln? Ja, macht doch die Regierung die ganze Zeit. Sehr gut. Willkommen bei Neues aus der Anstalt. Ja. Ja. Platz Nummer eins. Darf man in Deutschland eine Urne mit nach Hause nehmen? Ja. Das war das Online-Spezial. Ach so, Entschuldigung. Sie haben gewonnen. Nein! Wirklich? Das gibt's doch gar nicht.